Herr Bischof, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit Grandios genommen haben. Wir haben Ihnen, passend zum Thema, zu dem wir Sie heute befragen wollen, ein kleines Geschenk aus Ihrer alten Heimat Regensburg, von Dom zu Dom sozusagen, Regensburger Domtropfen mitgebracht. Schön, danke schön. Sie bekommen bestimmt ständig Geschenke. Oft, ja. Können Sie die noch wertschätzen oder? Ich versuch's zumindest. Die Schwierigkeit ist natürlich schon, wenn man dann zum Beispiel 10 Teller ist jetzt Heimatbücher kriege ich viele, da gucke ich schon ganz gern rein, auch um mein Bistum tiefer kennenzulernen. Aber am liebsten oder am besten ist ganz oft, wenn ich so Geschenkkörbe kriege, wo Naturalien drin sind, weil ich eine WG habe und die freuen sich immer sehr und dann wertschätzen wir das sehr. Sie sind ja ganz normal katholisch aufgewachsen vom Prinzip, also Taufe, Erstkommunion, Firmung, also bis dahin jetzt eigentlich keine besonders spektakuläre Karriere im Katholischen. Haben Sie sich irgendwann mal bewusst für den Glauben entschieden und wer oder was hat das beeinflusst? Also schon in meiner Jugend, Kindheit und Jugend war ich Ministrant und da gab es ein paar sehr eindrucksvolle Gestalten, mit denen ich auch gut reden konnte. Und ja, ich bin sehr selbstverständlich in den Glauben hineingewachsen, aber natürlich mit den Fragen kamen auch eben Menschen, die mir Fragen beantworten konnten. Aber es gab dann auch eine Zeit, wo ich keine Antworten mehr gesehen, gefunden, auch vielleicht auch gar nicht mehr wollte. Ich war auch phasenweise ganz weit weg davon. Es kommt ja jeder auch irgendwie anders zum Glauben, hat man so einen Eindruck. Manche haben ganz spektakuläre Bekehrungsgeschichten. Warum ist das so unterschiedlich? Warum lässt sich da Gott nicht einen einheitlichen Weg für einfallen? Gott ist ein Künstler. Und wenn Sie einen Künstler fragen, warum hast du das Bild so gemalt und das andere völlig anders und das wieder so, dann wird er sagen, weiß ich gar nicht, passt gerade. Und ich glaube auch, Gott ist ein Liebender. Das heißt, der Weg der Liebe ist oft in dieser Welt, die ja oft auch durcheinander ist oder ohne Liebe ist, ist manchmal ein Weg, der über Umwege kommt, der manchmal Geduld braucht, der manchmal auch den Schlag vor den Kopf braucht. Also so genau kann ich das nicht sagen. Es gibt keine wirkliche Regel dafür. Sind Sie eigentlich immer froh um dieses Glaubensgeschenk? Würden Sie sagen, das ist einfach klasse, dass ich das habe? Oder gibt es auch Phasen, wo Sie sagen, ohne das Geschenk des Glaubens wäre es eigentlich leichter in meinem Leben? Naja, sagen wir mal, wenn die Seite des alten Adam in mir durchkommt, der gerne irgendwie egozentrisch ist und meint, dass die Welt sich um ihn alleine dreht, dann hätte ich gerne mal Zeiten, wo ich sage, lieber Gott, jetzt lass mich mal in Ruhe. Jetzt mache ich einfach nur auf irgendwie alles, was Spaß macht und so. Aber am Ende merke ich, sagen wir, es kommt nicht so oft vor, aber die innere Wahrnehmung ist, wenn man sich wirklich nur auf das einlässt, was vermeintlich Spaß macht, kommt nachher der Frust, kommt nachher das Unglücklichsein. Also das ist nicht, das hält nicht lange. Und deswegen im Grunde meines Herzens, in der Tiefe meines Herzens, bin ich immer unglaublich dankbar, dass ich glauben darf. Allerdings kommt immer auch die Frage, werde ich diesem Geschenk gerecht? Hm. Das ist schon nochmal eine herausfordernde Frage. Ne? Ja. Alles beginnt mit dem Geschenk des Lebens. Haben Sie eigentlich auch das Leben selber schon vielleicht vor dem Glauben als Geschenk wahrgenommen? Ich glaube schon. Ich meine, in meiner Kindheit Momente erlebt zu haben, in denen ich zum Beispiel und das kann ich noch bewusst herholen, über einen ganz normalen Feldweg gegangen bin und einen kleinen Stein angeguckt habe. Und das ist jetzt nicht Leben, aber einfach Schöpfung. Und mich unglaublich gewundert habe, dass dieser kleine Stein jetzt genau da liegt und genau so ist, wie er ist. Es könnte ja auch irgendwie ganz anders sein. So, ne? Und als Junge habe ich schon angefangen, weil Sie sagen Leben, Terrarientiere zu sammeln. Mhm. Also ich war Spezialist für Frösche, Kröten und Eidechsen. Lebendig? Und ja, natürlich, lebendig, ja klar. Und die habe ich also gehegt und gepflegt, sehr zum Leidwesen manchmal von meiner Mama oder auch von der Nachbarin.
Weil der habe ich dann auch oder mal... Der Tiere. Bitte? Oder zum Leidwesen der Tiere. Vielleicht auch an dem einen Moment, weil ich habe einmal meiner Nachbarin, die meine Eltern nicht so mochten, Frösche und Kröten in den Briefkasten. Weil die fühlen sich da auch wohl, weil es da dunkel ist und warm. Und die fand es gar nicht so lustig. Und ich habe gedacht, ich tue meinen Eltern gefallen, weil die irgendwie gerade Streit hatten. Aber es haben meine Eltern auch nicht so toll gefunden. Also im Nachhinein habe ich es kapiert, warum. Aber das Geschenk des Lebens wird ja nicht von jedermann auch immer als Geschenk wahrgenommen. Also was, wie gehen Sie denn mit Leuten um, die jetzt nach einem Schicksalsschlag zu Ihnen kommen und dann vielleicht jeglichen Lebensmut oder den Lebensmut verloren haben? Das ist schwierig, ja. Gibt es auch, glaube ich, keine Patentantwort. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, denen Menschen einfach zu dienen, einfach mit ihnen zu sein, mit ihnen zu gehen und vielleicht auch sie spüren lassen, dass sie immer noch wertvoll sind, also dass sie selbst als Menschen immer noch was zu geben haben. Wir machen ja manchmal die Erfahrung, dass wir bei reifen Menschen auch ans Krankenbett gehen und da ist vermeintlich tiefes Unglück, man geht hin und besucht die und geht beschenkter weg. Also das heißt, selbst in einem zerbrochenen oder gebrochenen Leben besteht die Möglichkeit, dass der Mensch darin immer noch was zu geben hat und zu verschenken hat. Und das in einem anderen Menschen zu wecken und das Gefühl für seine eigene Kostbarkeit ihm wieder zu geben, auch durch unseren Dienst, das ist eine Herausforderung. Das nimmt auch nicht jeder an und kann auch zu bestimmten Zeiten nicht jeder annehmen. Aber das ist vielleicht der Weg. 2019 war vielleicht in der Hinsicht auch für Sie ein besonderes Jahr. Sie haben ja unter anderem auch in den sozialen Medien darüber berichtet, dass Ihre Mutter verstorben ist. Ja. Inwieweit hat das Ihre Sicht auf das Leben an sich so verändert? Also die Sicht aufs Leben hat es eigentlich nicht verändert, aber sagen wir mal, wenn ein Elternteil stirbt, das sind ja immerhin die Personen, die einem ins Leben geholfen haben, die einem auch gezeigt haben, was wichtig ist, was gut schmeckt, was wertvoll im Leben ist und so. Also sehr viele Grundüberzeugungen, erste Eröffnungen dessen, was Leben ist, hat man von den Eltern. Und diese Erfahrung, dass diese Beziehung eine tragende ist, kommt dann nochmal besonders zum Ausdruck, wenn Eltern sterben, weil dann ist doch das Gefühl, mir wird doch etwas vom Boden weggezogen, ne, von diesem Boden, den sie mir bereitet haben. Wir sagen manchmal, meine Beziehung trägt mich. Das ist ja ein Bild für den Boden. Und auf einmal ist dieser Boden weg, weil dieser Mensch weg ist, ne? Aber sagen wir mal, dadurch, dass ich viel darüber nachgedacht habe und manchmal auch schon von meiner Mutter einen gewissen inneren Abstand gewonnen habe, weil sie schon so lange krank war, das heißt, die Beziehung war verändert. Nicht, dass ich habe mich schon um sie gekümmert natürlich und ich habe sie auch gern gehabt, aber dadurch, dass sie schon lange sehr gebrechlich war, war ich auch froh über die Weise, wie sie gehen konnte. Sie ist im Frieden gestorben und andererseits ist mein Glauben da gewesen. Das heißt, ich kann auch tief nachvollziehen, was es heißt, dass Gott Vater ist, weil dieser Boden des Glaubens da ist. Aber würden Sie dann so weit gehen zu sagen, dass Ihr Tod vielleicht in gewisser Weise dann auch ein Geschenk für Sie selbst war, eine Erlösung? Ja, am Ende, glaube ich, ist vor allem für glaubende Menschen auch der Tod ein Geschenk, überhaupt keine Frage. Also wir kennen das ja manchmal von Menschen, die ganz alt werden und dann lebenssatt sind und sich wünschen, dass der Herrgott sie holt oder dass sie gehen können. Als etwas, was zu dem Erfülltsein des Lebens dann nochmal hinzukommt, der Bruder Tod, wie der Franziskus, den wir heute feiern, so schön sagt. Ja, das ist schön zu sehen, dass es irgendwann auch mal einen Punkt gibt, wo man vielleicht sagen kann, ich kann dieses Geschenk des Lebens auch selber wieder irgendwie Gott zurückgeben vielleicht. Ja. Das stimmt, auch ein schöner Gedanke. Geschenk des Lebens zurückgeben und gleichzeitig im Glauben sein eigenes Leben verwandeln lassen und endlich daheim zu sein. Ne? Mhm. Es gibt ja beim Paulus auch diese Sehnsucht, ich möchte aufbrechen und endlich bei Christus sein. Also da kommt dann das neue Leben hoffentlich in seiner Fülle zur Geltung. Mhm. Wieder zu etwas Leichterem,
Wo man oft merkt, dass man beschenkt wird, ist der Bereich von Talente und Gaben, die man so bekommen hat. Sie sind ja nach dem Abi, wenn ich es richtig weiß, erstmal Radiomoderator geworden. War das ein bestimmtes Talent, das Sie da in sich verspürt hatten oder andere Motivation? Also ich bin erst Zeitungsjournalist und dann Radiomoderator geworden. Beides war sicherlich... Es ist eine interessante Geschichte, weil ja, ich habe schon als Ministrant angefangen, Ministrantenzeitung zu machen. Aber ich frage mich dann immer, wie sehr das auch von meinem Vater beeinflusst war, weil mein Vater auch jemand war, der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Aber sicherlich ist es auch was, was mir gegeben ist. Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Und nachher habe ich dann auch verstanden, dass, wie soll ich sagen, wir haben in der Theologie diesen wichtigen Satz, der bei Thomas ganz stark ist, die Gnade setzt die Natur voraus und zerstört sie nicht, sondern vollendet sie. Also der Umgang mit dem Wort einerseits und dann der Umgang mit Gottes Wort andererseits. Hier ist das natürliche Talent und es wird dann genommen für die Gnade, die der Herr mir vielleicht manchmal schenkt, auch das Wort Gottes so zu verkünden, dass es hoffentlich ein paar kapieren oder sich davon bewegen lassen. Ja, Sie haben ja dann im Endeffekt auch wieder damit aufgehört. Würden Sie sagen, dass Sie auch ein bisschen das Gefühl hatten damals, irgendwelche Talente von sich und Gaben in eine Schublade zu stecken und einfach zu vergraben? Ja, sagen wir mal, es gibt immer mal so Wegstrecken, wo man sich auch entscheiden muss. Also die Frage ist, zu was ruft einen Gott oder was meint man, zu was gerufen zu sein? Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch das Talent gehabt hätte, ein großer Fußballer zu sein und ein großer Musiker, was beides nicht der Fall ist, sehr durchschnittlich, sagen wir mal, ich entscheide mich für den Profimusiker, dann muss ich den Profifußballer liegen lassen oder auf kleine Flamme reduzieren. Und das heißt, wenn jemandem mehr Dinge gegeben sind, Und Gott beruft einen zu einem bestimmten Weg, dann muss man ein paar Sachen einfach auch vielleicht hinter sich lassen. Es ist eigentlich verrückt, dass Gott einerseits all diese Talente gibt, aber dann auch zugleich den Ruf, vielleicht sich auch gegen eins von diesen gottgegebenen Talenten oder Gaben wieder zu entscheiden. Aber da kommt noch mal ein Punkt rein. Und wir reden ganz gern von Charismen in der Theologie und von charismenorientierter Seelsorge. Und mir wird in der letzten Zeit immer deutlicher, dass ein Charisma nochmal eine Gabe ist, die Gott gibt, aus der Beziehung zu ihm heraus. Also wir leben in seiner Kirche, wir leben in der persönlichen Verbindung mit Gott und dann schenkt Gott was dazu, was jetzt speziell für den Aufbau der Gemeinde ist und für den Aufbau der Menschen und was irgendwie geheimnisvoll gesalbt ist und was nicht einfach ein natürliches Talent ist. Weil der Unterschied ist, ein Charisma kann ich ganz schlecht einsetzen für die Produktion meines Ego, weil dann wirkt es nicht im Sinn eines Charismas. Also dann ist es irgendwie... Charisma ist was gesalbt ist, was Menschen berührt, was sie gerne und gut einsetzen für die anderen. Mhm. Ein natürliches Talent kann ich zum Aufbau meines Ego, dass mich alle großartig finden und die Welt sich um mich dreht. Und das ist was anderes nochmal. Ne? Manchmal setzt ein Charisma beim natürlichen Talent an, aber manchmal gar nicht. Ne? Manchmal gar nicht. Und das ist nochmal eine entscheidende Gabe, von der ich glaube, dass Gott sie nochmal unmittelbar dazu, oder was heißt unmittelbar, dazu gibt, wenn wir uns für das Leben mit ihm entscheiden. Gesalbt sind Sie ja auch durch die Priesterweihe. Sie sind jetzt auch seit 5 Jahren Bischof. Ja. Ist diese Berufung zum Priestertum, haben Sie die auch als ein Geschenk empfunden? Ja, sehr stark. Also ich wüsste nicht mehr, für was ich sonst leben sollte oder für wen ich sonst leben sollte, ja. Eigentlich unglaublich, auch da wieder verbunden mit dem Thema Bürde. Das ist beim Bischof dann noch ein bisschen irgendwie gewaltiger, kommt mir das vor dann nochmal. Ne? Ich bin jetzt Leiter dieser Diözese, geistlicher Leiter. Und ich weiß zum Beispiel gesetzmäßig oder vom Spiritual Physics, also geistliche Physik, sagt, das Level einer Gemeinschaft hängt sehr stark vom geistlichen Level des Leiters ab, sehr stark. Und es fordert mich natürlich sehr und gibt mir auch immer wieder neu die Frage, Herr, wie ist meine Beziehung zu dir? Lebe ich darin oder ist das alles doch sehr erbärmlich und was ich auch immer wieder erlebe, so am eigenen Leib? Ne? Es gibt ja auch genug Priester, man liest es immer wieder in den Medien oder hört es, die diese Berufung eben nicht als Geschenk, sondern als eine Belastung wahrnehmen, an der sie auch zerbrechen. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben immerhin eine langjährige Beziehung dann auch aufgegeben, haben sich bewusst für den Zölibat entschieden.
Warum mutet die Kirche ihren Priestern sowas überhaupt zu? Also ich habe nicht mich gleich für das Priestertum entschieden, sondern zuerst für das Leben im Orden. Also ich habe eben ganz lange gefragt, was der Sinn meines Lebens ist und wofür ich leben kann und will. Und diese großen Fragen nach der Liebe, nach der Wahrheit, nach der Freiheit, die haben mich immer beschäftigt. Und ich habe einfach gespürt, eine Herzensbewegung, die gesagt hat, gib mich dir ganz. Und ganz war für mich klar, okay, mit meinem Leib, mit meinem Geist, mit meinem Besitz, also arm, ehelos, gehorsam. Ich wusste, ich muss dem Herrn ganz gehören. Im Vertrauen darauf, dass er mein Reichtum ist und nicht meine eigene Armut irgendwie dann. Ich mache das auch nicht auf meine eigenen Muskeln hin. Und ich merke schon wieder, jetzt, wenn ich so gescheit daherritt, dann merke ich immer, okay, das ist schon wieder, ne, also im Kopf hetzt es schon, aber das eigene Leben dann damit zu erfüllen, ist schon auch nochmal eine andere Qualität. Das heißt, das ist nicht die Kirche mutet zu, sondern das ist ein Ruf des Herrn, der sagt, geh mit mir ganz. Ne? Aber die Beziehung zu einer Frau wäre ja vielleicht auch ein Geschenk gewesen, das sie vielleicht erfüllt hätte. Ohne Frage. Und ich bin auch sehr dankbar für das, was ich zuvor erleben durfte in meiner Beziehung. Sobald Gott selber ins Spiel kommt, dann bin ich nicht mehr automatisch der wählt, wie Sie es jetzt vorschlagen, im Sinn von, ja, ich mache entweder das, auch ganz cool, oder ich nehme das, ist auch ganz cool, was mir jetzt gerade besser passt. Sondern das ist eher ein Gezogensein in eine Lebensform, die ich halt dann gewählt habe. Aber wichtig schon nochmal, ich glaube, wenn man etwas wählt, was Gott gibt, und darin hineinreift, dann ist diese Notwendigkeit, Ja zu sagen, und die Freiheit, Ja zu sagen, nicht mehr unterschieden. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Also ich fühle mich überhaupt nicht rein genötigt in meine Berufung, sondern ich darf da etwas folgen, einem Anruf, der irgendwie notwendig ist, wo ich, das muss ich tun. Und gleichzeitig weiß ich, ich bin völlig frei in dem Ja zu diesem, ich bin vielleicht nie freier, als wenn ich dieses Ja gesagt hätte. Ne? Jetzt würden Sie dann sagen, dass jetzt so ein normaler Christ, in Anführungszeichen, auch so ein Ja sagen kann? Oder ist das jetzt eine spezifisch priesterliche Berufung? Nee, ich glaube sogar, jeder Christ müsste dahin reifen, weil jeder Christ ist von Gott unendlich geliebt. Jeder Mensch. Ne? Und im Grunde heißt sein Ja sagen, eine Antwort mit seinem Leben darauf finden. Das heißt ja, oder ne, Gott liebt ja nicht mich mehr als Sie, sondern er liebt Sie auf einzigartige Weise und mich auf einzigartige Weise. Wenn Sie eine Mama sind oder wären, ich weiß es nicht, dann haben Sie drei Kinder und jedes ist absolut verschieden und Sie haben jedes richtig gern. Und trotzdem wissen Sie, Ihre Liebe zu dem Kind ist anders als die Liebe zu dem Kind, ne? So von der inhaltlichen Qualität her. Und deswegen heißt auch für Normalchristen, wie finde ich in meinem Leben die Antwort auf die Liebe Gottes für mich? Ne? Und ja, das sieht dann manchmal anders aus. Ganz ehrlich, im Ordensleben hat man auch die Möglichkeiten, seine Egozentrik noch besser zu pflegen als in der Familie. Das heißt, man kann auch komisch werden und sich irgendwie abschotten. Und eine Familie erzieht einen vielleicht intensiver, ein liebesfähiger Mensch zu werden, weil die Kinder in der Früh um vier schreien und irgendwie raus und du musst raus und aufstehen und jetzt einfach Hingabe leben oder dein Partner beansprucht deine Zeit oder er ist krank oder was auch immer. Ne? Also in der Familie kann man weniger aus, im Ordensleben. Und ich habe in einer größeren Gemeinschaft gelebt, in Benediktbeuern. Da kannst du deine Splins pflegen und dich von niemandem irgendwie was angehen lassen. Ne? Das ist nicht der Sinn der Sache, aber es ist eine Versuchung. Sie sprechen viel von Liebe und Freiheit. In der Gesellschaft, durch die gesellschaftliche Brille, haben die Leute oft einen ganz anderen Blick. Irgendwie, es wirkt eher, als ob Christen Leute sind, die sich einfach vielen Regeln beugen müssen und eigentlich nicht dem folgen können, was jetzt vielleicht den meisten Menschen als ein positiver Weg für die ja. Menschheit oder die Gesellschaft vorkommt. Ja. Auch der normale Christ, in Anführungszeichen, hat ein Leben gewählt, das nicht unbedingt immer konform mit den aktuellen gesellschaftlichen Trends und Lebensentwürfen ist. Warum sind Ihrer Meinung nach Christen trotzdem wirklich beschenkt in ihrem Lebensalltag? Viel spürt man davon ja gar nicht oft, weil es wirkt, als ob sie vielen Regeln eigentlich folgen müssen. Ja,
Also das ist natürlich eine Frage, die uns alle beschäftigt, das Verhältnis von Regel, Gesetz und Freiheit einerseits oder andererseits. Aber an einer Ehe ist es im Grunde am leichtesten zu erklären. Wenn man eine Ehe nur von außen sieht, dann ist es eigentlich unfassbar streng. Ne? Mit dir und nur mit dir lebenslänglich und irgendwie immer dieselbe oder immer dasselbe und gleiches, weiß ich was, Konto und gleiches Haus. Das ist wie Sklaverei. Ne? Habe ich jetzt eine dicke Fußfessel, weil ich den Typen oder die Frau am Bein habe. Ne? So. Wenn darin Liebe ist und ich den anderen wirklich um seinetwillen gelernt habe zu lieben, dann ist dieser Rahmen, dieser gesetzliche Rahmen, der Ort, wo ich hoffe, zu wachsen und freier zu werden. Ja, aber eben nur unter der Voraussetzung der Liebe. Und weil wir uns so schwer tun zu verstehen, dass Gott uns liebt und wir eine Antwort darauf geben können, sehen wir Kirche und ihre Gesetzgebung zunächst mal als du sollst, du musst und du darfst nicht. Also als irgendwie Gebotswahnsinn und Verbotsmoral oder sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr verkürzt, weil uns oft die Mitte abgeht. Aber warum braucht es dafür überhaupt die Institution Kirche, wenn Gott sich doch den Menschen oder jedem Menschen offenbart hat? Die Frage, es braucht die Institution, ist eine Frage, die eigentlich so gar nicht beantwortet werden kann, weil wir glauben, dass Gott uns die Kirche geschenkt hat. Also, und zwar dafür, Gott beruft am Anfang im Alten Testament sein Volk Israel. Das heißt, Israeliten sollen Menschen sein, die in diesem Volk gemäß seiner Gebote und seiner Freiheit leben. Jetzt beruft sich Gott ein neues Volk, einen neuen Bund, aufgebaut auf der Basis der 12 Apostel. Und da ist schon Struktur, schon Institution, schon Regel geschaffen. Das ist, und darin und daraus sollen wir leben, weil niemand kann alleine glauben. Das ist natürlich auch da, ich kann in den Wald gehen und sagen, ich liebe meinen lieben Gott und die anderen sind mir wurscht. Das ist jetzt nicht das, was gemeint ist von Jesus. Hm. Ein Geschenk sagt ja eigentlich auch immer was über den Schenker aus. Was haben Sie über Gott gelernt anhand der Geschenke, die er Ihnen gegeben hat? Ja, gute Frage. Dass er wirklich berühren kann, also dass Gott einer ist, der auch mich meint. Das ist ja irgendwie komisch, ne? Dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, vor wie vielen Milliarden Jahren, keine Ahnung, und wie viele Milliarden Menschen sind hier auf der Erde und wie viel hat es schon gegeben, wie viel wird es noch geben? Er meint dich. Er meint wirklich dich. Oder mich. Und dann gibt es auch noch einen Lebensweg und Geschenke auf diesem Lebensweg, wo du, wenn du das anschaust und zurückschaust, merkst eigentlich, das passt jetzt doch alles irgendwie genau zu dir. Also die Liebe, die er gibt und durch die er sich... Die meint echt mich. Es ist ja so, wenn Sie ein Geschenk aussuchen für irgendjemanden, den Sie gern haben, das ist manchmal, dauert es echt lang, also zumindest bei mir, weil ich dann immer denke, passt es jetzt und passt es zu dem und passt es zu mir, was wird er wohl denken, was wird sie wohl sagen und so Ding hin und her und es ist echt kompliziert. Mhm. Und das heißt da irgendwie übertragen, Gott gibt sich echt Mühe mit dir. Mhm. Der Ignatius von Loyola sagt in seinen Exerzitien mal, dass der Heilige Geist wie ein Arbeiter in uns da irgendwie kämpft und wirkt und versucht, das aus uns hervorzulieben, was da drin steckt. Also, ja, aber jetzt in dem Moment, wo ich sowas sage, werde ich schon wieder demütig, weil ich denke, ja, okay, danke, wie sehr, wie gut antwortest du auf das, was dir da alles geschenkt wurde. Hauptsache, Sie denken nichts Falsches, weil wir Ihnen Alkohol mitgebracht haben. Soll ich den mal aus dem Bild stellen? Okay. Es ist ja eines der bekanntesten katholischen Wörter ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, das ist das Wort Gnade, was ja auch oft nichts anderes ist als ein Geschenk Gottes. Wie viel ist denn jetzt eigentlich Gnade in unserem Leben und was muss der Mensch sich selber dazu erarbeiten, was muss er selbst beitragen? Gute Frage. Also zunächst mal glaube ich, dass im Grunde die großen Heiligen sagen uns, alles ist Gnade, ne? Alles ist Gnade, alles ist Geschenk. Aber das ist uns im Laufe unseres Lebens nicht so bewusst und wir merken, also ich sag's mal an dem Beispiel von einem Kind, von dem Sie spüren, Sie merken, Sie haben ein Kind und es ist ein talentierter Musiker. Ein Junge, der ein Talent hat für Klavierspielen. Und Sie merken, wenn ich das in dem Kind
dann könnte es, also dann hat das Kind sicherlich Freude und Sinn darin. So, ne? Und natürlich gibt es in dem Kind die andere Seite, die sagt, um Gottes Willen, ich habe keinen Bock zum Üben und so weiter und jeden Tag und so. Ne? So, jetzt gibt es also das Zusammenspiel, der Pädagoge liebt das Kind, sieht was in ihm und will das hervorbringen. Und muss dazu bestimmte Schritte der Nötigung gehen, weil sonst das Kind nur noch am Computer hängt oder sowas. Ne? Das ist so. Wenn das Kind irgendwann mal in die Situation kommt und in völliger Freiheit, Freiwilligkeit gerne Klavier spielt und es richtig gut kann und sich daran freut, wenn man das Kind danach fragt, ist jetzt der Pädagoge, der Papa, die Mama an allem schuld, hat die... Dann wird das Kind mal vielleicht mal sagen, ja, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, gell, dann wäre ich nie so weit gekommen. Oder wird der Papa sagen, nee, das liegt ganz im Kind, ganz in ihm, weil das ist, ich habe ja versucht, ja seine Freiheit anzusprechen und die zu berühren. Und so ähnlich ist es zum Beispiel in Maria, als sie ihr Ja-Wort spricht. Ja, hat Gott alles gewirkt? Ja klar, Gott hat alles gewirkt. Aber hat Gott so gewirkt, dass Maria alles aus sich wirken kann, sagen kann, aus völliger Freiheit. Ja? Und da merkt man, dass also im Geschehen der Liebe Freiheit und Natur wieder ganz tief zusammenlaufen und im Grunde wieder zwei Seiten derselben Medaille sind. Ne? Aber natürlich, auf dem normalen Lebensweg in unserer Gebrochenheit, der Heilige Geist liebt Kooperation und er will unser Mitwirken. Und wir merken, dass wir das auch versemmeln können. Ja? Wir merken, dass wir uns auch verweigern können. Und deswegen braucht es auch manchmal echt Anstrengung. Aber wie reagiert denn Gott? Ist er beleidigt, wenn wir eines seiner Geschenke zurückweisen, sei es jetzt ein Talent oder eine Gnadengabe, und wir dann sagen, nee, dem verweigere ich mich jetzt? Also ich glaube, beleidigt ist ein bisschen zu anthropomorph gesprochen, aber denken Sie an die Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater. Der verlorene Sohn will, oder der sogenannte verlorene, will in bestimmter Phase seines Lebens nichts mehr wissen von dem alten Herrn, der ihm vermeintlich da irgendwie seinen Besitz jahrelang verweigert hat und ihn vielleicht vermeintlich geknechtet hat, was er sich halt alles einbildet. So, und rennt davon und verjubelt sein Vermögen. Wie mag es dem Vater gegangen sein, der den Sohn einfach nur liebt? Ist der beleidigt? Na, beleidigt ist er nicht, aber das Evangelium erzählt, dass Gott Gefühle hat, also Sehnsucht hat nach unserem Zurückkehren, weil er uns liebt und geschaffen hat. Also traurig oder geht das auch in die falsche Richtung? Ja, vielleicht sowas. Ne? Also ich meine, Gott leidet in Christus und Christus ist, weint auch manchmal oder Christus ist auch manchmal zornig im Evangelium. Gell? Und das ist ein Ausdruck der menschlichen Seite Gottes, ja. Gibt es eigentlich ein Geschenk in Ihrem Leben, wo Sie sagen würden, ich habe es noch nicht ausgepackt, das wartet aber noch auf mich? Gute Frage. Also, ehrlich gesagt, das, was ich vorhin angedeutet habe mit dem Bischofsein, mit dem Apostelsein. Ich lese dann manchmal den Paulus, wie der Apostel ist, und da kriege ich manchmal echt ein bisschen, wie soll ich sagen, also ne, auf den letzten Platz und Abschaum der Welt und weiß ich was, gesteinigt und im Gefängnis und so weiter. Also die Frage, ob zu meinem Apostelsein nicht mehr Demut gehört, mehr Erniedrigung und wo ich dann das Maß an Selbstbehauptung in mir gewissermaßen als zu stark empfinde. Und das, glaube ich, geht jetzt wiederum einher. Der Paulus lobt seine eigene Schwachheit, weil in der Schwachheit Gott wirklich erst wirken kann. Und wissen Sie, mit unseren heiligen Frauen und Männern gibt es immer mirakulöse Sachen, wundersame Sachen, dass Gott wundersam eingreift. Und ich frage mich immer, wenn wir rausgeschickt werden, wir Apostel, die Kranken zu heilen und die Toten aufzuerwecken und die Dämonen auszutreiben. Ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt eine wahre Dimension da drin, die hängt damit zusammen, wie sehr ich mich ihm letztlich überlasse. Und habe dann manchmal das Gefühl, dieses Zutrauen, dass ich mich ihm letztlich überlassen kann, dem bringe ich noch nicht genug Vertrauen entgegen. Oft, wenn ich es könnte, dann würde ich da nochmal in einer anderen Weise beschenkt werden. Auch um den Preis, den das kostet. Ne? Also. Und wenn Sie sich ein Geschenk aussuchen könnten, was würden Sie dann auf Ihren Wunschzettel draufschreiben?
Also was mich am allermeisten beschenkt, wirklich, da könnte ich jedes Mal heulen, wenn das passiert, wenn ein Mensch, und bei mir sind es öfter junge Menschen, wo ich das da und dort mal erleben darf, wenn ein Mensch, weil er dem Herrn begegnet ist, sein Leben verändert. Im Grunde lebe ich dafür. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und da würden wir uns dann jetzt auch bedanken für das Gespräch mit Grandios. Vielen Dank. Danke Ihnen für die guten Fragen. Ja.